Auf dieser Postkarte steht: Aus der Völkerschau der Kannibalen von den Südseeinseln. Völkerschauen oder auch Menschenzoos wurden Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa als Freizeitbeschäftigung beliebt, zumindest für die weiße Bevölkerung. Zoobesitzer wie der deutsche Karl Hagenbeck lockten Menschen aus kolonialbesetzten Gebieten mit falschen finanziellen Versprechen nach Europa. Es gab aber auch gezielte Entführungen. Die Menschen wurden als typische Exemplare ihrer Rasse beworben, obwohl solche Shows natürlich nichts mit der Realität zu tun hatten. Stattdessen wurden Klischees bedient, die der Rassenlehre entstammten und dem weißen Publikum ein Gefühl von Überlegenheit geben sollte. Die rassistischen Bezeichnungen von damals, wie Wilde oder Exoten, prägen aber teilweise bis heute unseren Sprachgebrauch. Und die schon damals klischeehaften Kostüme sieht man heute noch an Fasching und Karneval.